Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich habe mir überlegt, dass ich mich nochmal, so schlimm es auch ist, mit meiner Schminksammlung auseinandersetze und schaue, welche Produkte habe ich eigentlich. So ein bisschen Beauty-Inventur für mich, einfach um zu schauen, okay, brauche ich ein neues Regal, um neues Make-up reinzupacken oder kann ich auch Produkte nochmal testen, um dann zu entscheiden, können sie weg oder können sie nicht weg. Und ich habe heute eine ganze Kiste voll mit Make-up-Produkten, die ich vergessen habe, die ich Ewigkeiten nicht mehr benutzt habe und Produkte, wo ich wusste nicht, dass ich sie überhaupt habe. Es ist ein schwieriges Thema und ich hoffe, das kommt nicht irgendwie doof rüber. Ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig. Ich weiß, es ist mein Job und ich habe ganz, ganz viel Make-up. Aber durch den Umzug, glaube ich, ist ein ganz, ganz großer Teil einfach irgendwie ganz weit hinten in den Schubladen versunken. So ein kleines Shop My Stash und ich würde vorschlagen, wir fangen auch gleich an. Freunde, falls ihr das noch nicht gesehen habt, hi, das ist, ich habe keinen Namen für ihn oder sie. Ich habe in den letzten Tagen sehr, sehr schlimm auf vermutlich eine Foundation reagiert und ich, ja, bin dabei, gerade wieder mein Gesicht so ein bisschen zu retten. Ich habe ihn schon so ein bisschen abgedeckt, deswegen, damit das Ganze nicht ganz so dramatisch hier aussieht. Aber ich würde vorschlagen, wir fangen auch gleich an. Falls ihr neu seid, Freunde, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Viele von euch wussten gar nicht, dass das wirklich so, so wichtig für meinen Kanal ist. Wir haben das große Ziel, 100.000 Abonnenten zu kriegen. Und wenn wir das geschafft haben, Freunde, habe ich glaube, die größte Ankündigung für euch, die ihr euch vorstellen könnt. Freunde, ich hole einmal mein Kistchen und hier sind einmal die Produkte drin. Ich möchte einen kleinen Disclaimer machen, während ich das erste Produkt auftrage. Das ist die Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base. Die habe ich mittlerweile von meinem Schminktisch hier verbannt und in den Schrank gepackt, weil ich sie nicht so gerne benutze. Sie riecht aber toll. Wenn hier ein Produkt dabei ist, was für euch gut funktioniert oder ihr gerne benutzt, oder, dann freue ich mich sehr darüber. Bei mir ist nur das Problem, ich habe halt mittlerweile recht viele Produkte gekauft, zugeschickt bekommen. Ich meine, ich mache das Ganze jetzt seit über 2 Jahren, dass ich einfach so ein bisschen den Überblick verloren habe. Und ich liebe es, bei kleineren YouTubern vorbeizuschauen, die dann auch wirklich so einen Shop My Stash oder so eine Beauty-Inventur machen, die dann wirklich eine Tabelle haben. Vielleicht sollte ich mir da mal Hilfe holen und mit jemandem so eine kleine Inventurliste machen. Einfach, dass ich weiß, okay, so viele Primer habe ich, dann laufen sie ab, dann müssen sie weg, weil ich weiß nicht mehr, wo die Produkte sind und ich weiß auch nicht mehr, wann sie ablaufen. Die Vitamin Enriched Face Base ist ein Produkt, was ich mir nicht mehr nachkaufen werde. Ich gebe euch auch gleich so ein Update zu den Produkten. Ich mag den Effekt auf der Haut, aber es ist, finde ich, nicht das Geld wert. Also dann investiere ich lieber das Geld in die Charlotte Tilbury Magic Cream. Die sieht schöner auf der Haut aus. Die ist einfach eher so, ja, sie riecht gut, so ein bisschen frisch, im Sommer ganz schön, aber ich finde, es ist persönlich für mich nicht wert, das Geld dafür ausgegeben zu haben. Dann schauen wir mal weiter, was ich als nächstes hier habe. Und das ist ein Produkt, als ich eben durchgeschaut habe. Ich wusste nicht, dass ich dieses Produkt habe. Und ich weiß auch nicht, woher ich das habe. Weil ich habe mit Zoeva eigentlich nichts zu tun. Ich habe die Foundation. Ich habe, glaube ich, nicht mal einen Pinsel. Doch, ich habe einen Pinsel, glaube ich. Und das ist das Strobing Gel von Zoeva. Wie gesagt, ich habe mit Zoeva eigentlich nichts zu tun. Hat verschiedene Gründe. Aber das ist hier so ein kleiner Pott. Und das ist wie so ein Gel. Und ich gebe mir das so ein bisschen erstmal als Primer aufs Gesicht, einfach um so einen schönen Glow zu haben. Keine Ahnung, wie man das Produkt eigentlich benutzen soll. Und ich arbeite mir das einmal mit so einem kleinen Pinselchen hier ein, einfach so ein bisschen für Glow. Ich probiere im Moment so ein bisschen weniger Produkte zu benutzen, einfach um meine Haut auch etwas zu schützen, aber ich wollte nicht auch ein Video ausfallen lassen, weil ihr habt es vielleicht bei Instagram mitbekommen, ich habe mich einfach gar nicht wohl gefühlt, aber ich habe einen tollen Input von einer Zuschauerin bekommen, die mir meinte, hey, es gibt so viele Leute, die Probleme mit ihrer Haut haben und du könntest ein gutes Zeichen damit setzen, wenn du einfach selbstbewusst bist und sagst, mein Gott, es ist einfach nur ein verdammter Pickel. I'm still flawless. Ihr natürlich auch. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, auch kein Video ausfallen zu lassen. Erstmal, weil ich euch das versprochen habe. Und zweitens, weil es ist einfach nur ein verdammter Pickel. Sieht gut aus, fühlt sich gut auf der Haut an. So ein bisschen sticky. Mag den Effekt. Das ist aber eher so ein, ich weiß nicht, ob ihr es im Döschen erkennen könnt. Das ist eher so ein bisschen, also entweder ist es schlecht oder es hat wirklich diese Farbe. Das ist die Farbe Halo. So dieses leicht gräuliche. Ich mag den Pinsel übrigens sehr, 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 sehr gerne. Das ist das Spannende jetzt hier, dass ich einfach neue Produkte wieder kennenlerne. Produkte, die ich ewig nicht mehr benutzt habe und schauen kann, hey, vielleicht ist das ja ein neuer Favorit oder ein alter Favorit. Weiter geht es mit einer Foundation, Freunde, und das ist eine Stick Foundation. Ihr wisst, ich bin nicht der größte Stick Foundation Freund, weil es ist irgendwie so unhandlich, aber für ölige Haut ist das eine gute Sache. Und das ist
der Flex Foundation Stick von Milk Makeup in der Farbe Sand. Ich mache erstmal eine halbe Seite. Ich weiß nicht, wie viel ich davon brauche. Ich probiere jetzt erstmal mit dem Pinsel hier das Produkt auch so ein bisschen auszublenden. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr mit Stick Foundations umgeht. Geht ihr damit direkt ins Gesicht, so wie ich jetzt hier beispielsweise? Geht ihr mit einem Schwamm auf den Stick und verblendet euch das dann? Baut ihr das Full Coverage auf? Also ich liebe es, mit euch so ein bisschen auszutauschen. Okay, also ich muss sagen, so auf den ersten Eindruck, diese wirklich ganz leichte Schicht Foundation, Stick Foundation mit der Pflege gefällt mir sehr, sehr gut. Die Haut sieht sehr natürlich aus, sehr gepflegt. Ich baue mir das Ganze jetzt hier nochmal so ein bisschen auf. Ich gehe aber auch mit dem Pinsel hier rein, weil ich finde, wenn ich mit dem Stick direkt reingehe, dadurch, dass die Textur sehr trocken ist, habe ich dann so ein bisschen Probleme, das Produkt auszublenden. Man kann natürlich dann auch mehr Deckkraft benutzen, indem man einfach hier lang geht und dann hat man die Deckkraft. Ich mache einmal ganz schnell die andere Seite. Muss sagen, Freunde, ich bin sehr begeistert. Ich hatte die Foundation schon mal getestet in einem Full-Face-Milk-Video und da fand ich sie schwierig. Da bin ich aber auch sehr, sehr intensiv mit dem Stick ins Gesicht und habe komplett mein Gesicht eingestickt, also komplett angemalt und dann verblendet. Falls ihr euch wundert, ich habe Selbstbräuner benutzt und auch hier so ein bisschen. Deswegen, Farbe ist nicht ganz so meine Farbe. Concealer habe ich den Boeing Concealer und ich habe den eine Zeit lang geliebt und dann habe ich ihn nicht mehr benutzt. Der ist von Benefit. Der hat eine recht hohe Deckkraft. Was ich an dem nicht mag, ist das Füßchen. Also das ist halt so ein, wie so ein ganz, ganz klitzekleines Lipgloss-Füßchen. Und irgendwie hat mich das, glaube ich, genervt und ich glaube, dass mir der zu trocken war. Bin mir aber ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Und meine Concealer-Schublade, Freunde, ist eh ein Grauen. Ich baue mir das Ganze hier einmal so ein bisschen auf. Und möchte den kurz antrocknen lassen und meine erste High-End-Palette benutzen, die ich jemals hatte. Die sieht schon total mitgenommen aus. Vielleicht folgt ihr mir schon so lange und ihr kennt sie. Das ist die Tarte Ist Pro Glow Palette. Und da ist ein Creme-Contour-Creme-Bronzer mit drin. Und ich nehme jetzt auch den Pinsel und gehe hier rein und arbeite mir das hier schon mal so ein bisschen ein. Ich mag im Moment diese Stippling-Brushes sehr, sehr gerne, weil man damit sehr natürlich arbeiten kann. Man braucht sehr wenig Produkt und das verblendet sich sehr makellos, auch ohne Beauty-Schwamm und gibt dem ganzen Gesicht gleich so ein bisschen Definition. Ich finde es schade, dass ich die nicht mehr benutzt habe. Ich glaube, dass ich sie auch nicht mehr lange benutzen kann, weil die ist mindestens 3 Jahre alt. Ich glaube, die Palette hatte ich, bevor ich mit YouTube angefangen hatte, schon. Bin mir aber ehrlich gesagt nicht so sicher. Concealer ist einmal ausgeblendet, ist jetzt ein bisschen hell, aber das kriegen wir gleich hin, denn ich möchte das Ganze setten mit einem gepressten Puder. Und da hatten mir einige von euch geschrieben, dass das Nabla Close-Up Puder ein Dupe zu dem Charlotte Tilbury Puder sein soll. Ich kann das nicht ganz vergleichen, weil das ist die Farbe Medium und ich habe beim Charlotte Tilbury die Farbe hell, weil, und jetzt kommt's, das sehr, sehr dunkel wird auf der Haut. Ich gehe jetzt hier mit dem Pinsel rein. Es ist sehr dunkel. Also es ist mir schon zu dunkel. Ich hätte eigentlich die Farbe Light gebraucht. Und ihr seht schon, es wird so ein bisschen dunkler im Gesicht. Ich bin nicht der größte Fan von gepressten Pudern, um damit mein komplettes Gesicht zu setten. Auch unter den Augen. Ich gehe da lieber mit einem losen Puder lang. Und ihr seht schon, wie gelb auch diese Farbe ist. Also es ist wirklich, wirklich gelb. Ich habe das gut benutzt. Ihr seht, ich habe Hit the Pan. Aber das liegt auch daran, dass es halt sehr, sehr weich gepresst ist. Und extrem staubt. Ich muss aber sagen, so jetzt overall im gesamten Gesicht, ich hole euch selbstverständlich gleich auch ein Stückchen näher ran, gefällt mir das ganz gut. Die Haut sieht farblich zumindest jetzt so ein bisschen passender zu meinem Nacken aus. Also es ist jetzt nicht so, wo ich sage, wow, das ist die schönste Base, die ich jemals hatte. Es ist halt sehr gelb und sehr ungleichmäßig, weil ich finde, die Foundation war schon sehr trocken und jetzt mit diesem sehr, sehr trockenen Puder. Naja, nicht so schlimm. Wir machen weiter mit einem Blush und das ist der Sweet Cheeks Warm Peachy Pink Blush von It Cosmetics. Ich habe den geliebt damals und dann ist er irgendwie verschwunden. Der ist sehr, sehr pinky, der hat so leichte Goldreflexe mit drin, ist super gut pigmentiert und sieht sehr, sehr schön aus. Der ist auch aus dieser Bye Bye Pores Reihe. Ich weiß jetzt nicht, ob der Blush meine Poren minimiert. Ich habe nicht so Probleme mit Poren an meinen Wangen. Das ist ein wirklich wunderschönes Produkt. Und da freue ich mich sehr, dass ich dieses Video mache, einfach um zu schauen, hey, welche Produkte hast du eigentlich und welche Produkte magst du? Ich finde, Blush macht alles immer viel, viel besser. Als Highlighter, Freunde, ein Produkt,
Was mir ganz, ganz viel geholfen hat damals auf YouTube, ist der Becker und Hatice Schmidt Highlighter. Und ich habe neulich einen Beitrag von Hatice, glaube ich, selber gesehen, wo jemand das Ding für über 200 Euro auf eBay verkauft hat, was eine Unverschämtheit ist. Aber auch hier seht ihr, ich habe ihn ganz gut benutzt und ich mochte ihn sehr gerne. Das ist so ein Highlighter für mich, den ich benutze, wenn ich... okay, ich hatte ihn nicht so intensiv in Erinnerung. Ich wollte sagen, das ist ein Highlighter, den ich benutze, wenn ich eigentlich etwas softer haben möchte. Der ist sehr, sehr wet. Also sie hat auch immer gesagt, das ist so ein Erwachsenen-Glow. Ich liebe aber diese Farbe. Die ist einfach für jeden eigentlich was, weil sie so farblos, aber trotzdem Farbe hat. Ich habe jetzt hier so ein bisschen übertrieben. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den Highlighter auch habt und ob ihr ihn immer noch so gerne benutzt wie früher. Ich habe euch gleich mal ein Stückchen näher rangeholt und mir so ein bisschen was in die Augenbrauen gegeben. Ich bin im Moment so auf dem Trip, dass ich mir fast gar nichts mehr in die Augenbrauen gebe, weil ich teste gerade ein Produkt, was keine Kooperation ist. Das ist einfach Rizinusöl, ich kann es euch schon sagen. Und meine Augenbrauen sind viel, viel dicker geworden. Ich teste das jetzt aber noch weiter, um euch dann wirklich ein Update dazu zu geben. Augen! Freunde, auch da war ich sehr überrascht, weil die habe ich damals auch geliebt. Das ist die Luna Beauty Moonspell Palette. Wunder, wunderschöne Farben. Wirklich, wir haben Lila, wir haben Grün, wir haben neutrale Farben. Die Schimmerfarben sind ein Traum. Ich liebe Topperfarben über alles. Ich dachte mir, wir machen so einen einfachen Look damit. Ich nehme als erstes Haha von Jeffrey und Morphe den Pinsel und gehe in die Farbe Page. Das ist hier dieses Pink. Und das setze ich mich hier als Transition Shade schon mal hin. Schaut mal, wie schnell und einfach das ging. Ich bin jetzt hier einmal reingegangen, jetzt noch ein zweites Mal und verblende die Farbe. So eine tolle Textur. Das sind mit die besten Lidschatten, finde ich, von Eigenmarken, die YouTuber rausgebracht haben. Okay, die Farbe ist einmal aufgetragen. Ich liebe diese Farbe. Das ist die Farbe Page. Alle Namen sind so ein bisschen nach Hexen, glaube ich, benannt. Ich nehme jetzt auch denselben Pinsel und gehe in die Farbe Sabrina. Das ist hier oben, das ist schon fast so ein dunkles, königsblaue Lila. Und das gebe ich mir hier hin und boom, tschakalaka. Das ist fantastisch. Eigentlich hätte ich ein Video machen können, Blue Blood versus Luna Beauty. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr das Video sehen wollt. Und jetzt nehme ich mir einen flachen Pinsel und gehe in die Farbe Phoebe rein. Das ist dieses Schimmer hier. Und das gebe ich mich hier komplett auf mein bewegliches Lid. Okay, es geht nicht. Ich gehe mit dem Finger rein. Sehr, sehr schön. Das ist so ein bisschen Duochrome-mäßig. Und sieht sehr, sehr wet aus. Ich liebe Topper Shades, Freunde. Ich nehme jetzt hier noch so einen ganz kleinen Pinsel und gehe in die Farbe Pru. Und setze mir das an mein Inner Corner. Yes. Mach den Pinsel einmal kurz sauber und gehe nochmal in die Farbe Page. Und gebe mir das an meinen unteren Wimpernkranz. Und auf meine Wasserlinie gebe ich mir hier von Marc Jacobs den, was ist das, ein Stift in Blau. Ich dachte, das sieht ganz spannend aus. Okay, also ich habe mir den Effekt ein bisschen krasser vorgestellt. Es passt aber irgendwie doch ganz gut dazu. Also, es hat mir jetzt nicht gefehlt, dieses Produkt. Die Palette hingegen, als Mascara benutze ich farblich passend. Wow, Zufall. Die Lights Camera Lashes Mascara von Tarte. Ich habe die, glaube ich, auch nur ein oder zwei Mal benutzt und dann ist sie verschwunden. Okay, sie ist aber sehr intens. Okay, also Mascara ist gigantisch gut. Sie muss, glaube ich, noch ein bisschen antrocknen. Dann ist sie so, wie sie für mich ist. Ich liebe es, wenn Mascara schon so ein bisschen trockener ist, nicht ganz so frisch. Ich würde einmal kurz einen Eyeliner ziehen. Dazu benutze ich den von Benefit. Das ist der beste Eyeliner auf der ganzen Welt, der Roller Lash Liner. So sieht das Ganze einmal von Weitem aus. Ich bin nicht überzeugt von der Farbe meines Gesichtes gerade. Vielleicht bin ich überzeugt von dem nächsten Produkt von Fenty. Ich hatte euch das nur bei Instagram gezeigt. Es ist so ein bisschen untergegangen. Ich glaube einfach aufgrund von Corinna hat niemand wirklich gepostet. Und deswegen wollte ich die Zeit jetzt einfach hier nutzen, um die, wie heißen die denn? Die Slipshine-Glosse Lippenstifte von Fenty zu benutzen. Ich habe mich jetzt für die Farbe Goji Gang entschieden. Das sind wundervolle Lippen. Ja, das ist eher wie so ein Lippenpflegestift mit ein bisschen Schimmer drin, ein bisschen Farbe. Sehr wet auf den Lippen, also es fühlt sich sehr, sehr feucht an und gefällt mir ganz gut. Freunde, das ist einmal der fertige Look. Ich bin gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Schreibt mir gerne eure alten Favoriten gerne einmal unten in die Kommentare. Und vielleicht habt ihr ja auch nach diesem Video Lust,
euch morgen zu schminken mit Produkten, die ihr schon eine Weile nicht mehr benutzt habt. Ich danke euch, dass ihr mit dabei gewesen seid und würde vorschlagen, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Passt auf euch auf!